Hi und herzlich willkommen zu Enter the Game. Für den Gunstock von V-Rival für die PSVR 2 gibt es ein Zubehörteil, hier diese Schulterstütze, und die möchte ich euch gerne mal vorstellen, also bleibt nach dem Intro dran. Bevor wir jetzt mit der Schulterstütze anfangen, noch so eine kleine Info für die Leute, die eventuell den Casual Gunstock von V-Rival noch nicht kennen. In der Infobox oben verlinke ich mein Video dazu, wo ich ihn vorstelle, und dann könnt ihr euch ihn anschauen. Die Schulterstütze ist ein Zubehörteil für den Casual Gunstock von V-Rival. Sie erhöht die Stabilität beim Zielen, besteht aus ähnlichem Material wie der Gunstock selbst, aus dem 3D-Druck, wiegt um die 130 Gramm und soll das Ganze etwas stabiler machen beim Zielen. Die Schulterstütze besteht aus drei Teilen, kann sie in der Länge verstellen und hier die Stütze, die an die Schulter kommt, in der Höhe. Und das Ganze wird zusammengehalten mit drei Schrauben. Ziemlich einfach zusammenzubauen. So, die eine Schraube, die große hier, wo man in der Länge die Schulterstütze stellen kann. Kann man von Hand drehen, und die anderen, die müssen dann mit dem Schlüssel zudrehen. Stellt man einmal ein, passt es an sich an und dann passt es auch. Genauso einfach ist es, die Schulterstütze an den Gunstock zu montieren. An dem Gunstock habt ihr hier einen kleinen Schlitz, falls man das sehen kann. Müsst ihr ihn einfach nur in die Schulterstütze einführen, hier hochklappen. Und es hebt einen ganz ordentlich. Vor allem da beim Spielen verstellt man da auch nichts großartig mehr. Man drückt sie an die Schulter. Von dem her ist das eigentlich echt eine gute und einfache, schnelle Lösung. Natürlich habe ich auch das Ganze getestet. Ich blende euch auch gleich ein Video dazu ein. Natürlich habe ich das Ganze mit Pavlov getestet. Ist aktuell der beste Multiplayer-Shooter für die PSVR 2. Da habe ich den Spielmodus Gun gewählt, da man da nach jedem Abschuss eine neue Waffe bekommt und da die verschiedenen Waffen gut testen. Ich zeige jetzt einfach ein paar Ausschnitte, wie ich hier gespielt habe mit der Schulterstütze. Ich habe hier gegen Bots gespielt. Jetzt hier auch mal gestorben. Schnell weggeschnitten. Wieder ein Gewehr mit Visier. Hier ein Sniper-Gewehr. Da muss ich sagen, habe ich gleich deutlich besser getroffen als ohne der Stütze, weil da habe ich immer so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Sniper-Gewehr, und mit der Stütze ist es echt deutlich angenehmer. Jetzt hier meine Schrotflinte. Die Stütze stirbt überhaupt nicht. Also ich muss sagen, ob man sie hat oder nicht, also ist kaum ein Unterschied. Ja, und jetzt auch mit Pistolen ein paar Kills, funktioniert auch einwandfrei. Das einzige, was anders ist, ist im Prinzip nur das Gewicht, sonst merkt man da kaum was. Ja, und noch hier habe ich Granaten getestet, ob man beim Werfen irgendwie Probleme hat. Funktioniert auch problemlos, geht super von der Hand. So, dann habe ich noch kurz mal reinschauen wollen in Walking Dead, den zweiten Teil, ob da die Schulterstütze irgendwie stört oder ob man da auch mit ihr zocken kann. Hier mit dem Messerangriff, ohne Probleme, bin da nicht irgendwie hängen geblieben oder ähnliches. Hier ein cooler Kill, halber in der Luft. Kriegt man ja am Anfang gleich so eine Pistole hergeworfen. Geht ohne Probleme, funktioniert. Also kann man im Prinzip den ganzen Tag immer zusammengebaut lassen. Da wollte ich noch hier ein Gewehr suchen, habe eine Schrotflinte gefunden, um mal die auszuprobieren. Klappt. Also wie man sieht, kann man auch in Walking Dead mit ihr spielen. Ja, und jetzt
habe ich Ewigkeiten auch irgendwelche Gegner gesucht. Wie man sieht, ganz kurz vorgespult, weil ich ewig auf der Suche war. Und hier nochmal zwei Abschüsse. Und es war's von Walking Dead. Also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, dass mit der Schulterstütze man die Präzision steigert, vor allem im Snipergewehr, dann ist man schneller in der richtigen Distanz zum Visier oder zum Scope und man hat weniger Wackeln mit der Waffe beim Zielen. Also dadurch, dass man sie an die Schulter drückt, wackelt man weniger beim Zielen, weil sonst ohne der Schulterstütze, ja, kann es schon sein, dass man so, ja, leicht wackelt, aber ich sag mal so, ist ja nichts Tragisches, aber mit der Schulterstütze ist noch etwas präziser und genauer. Ich sage, dieses Wackeln ist nicht da. Natürlich erhöht sich das Gewicht durch die Schulterstütze, aber das spürt man jetzt nicht großartig. Also ich habe jetzt am Stück 2, 3 Stunden gespielt und hatte da jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass der jetzt zu schwer geworden ist, der Gunstock. Was ich halt gemerkt habe, dass es bisschen schwieriger ist zu zielen, wenn man kein Visier hat. Also ich bin da vielleicht noch nicht so richtig reingekommen, aber da hatte ich ein bisschen größere Probleme, als wenn ich ohne der Schulterstütze spiele. Was mir jetzt noch so aufgefallen ist beim Zocken, dass ja die Schulterstütze jetzt hier nicht am angenehmsten ist und es könnte eventuell mit der Zeit vielleicht ein bisschen, ja, wehtun oder drücken, weil die Kante ja doch ziemlich hart ist. So, ja. Ich glaube, wenn man jetzt mit dem Pulli zockt oder ähnlichem, hat man da jetzt keine Probleme, aber wenn man mit T-Shirt oder mit Muskelshirt zockt, ja, könnte es eventuell nach einer Zeit das unangenehm werden. Ich denke mal, da kann sich jeder selbst helfen und hier einfach so eine Polsterung draufkleben. Das war jetzt nur so mein Empfinden fürs Erste. Schulterstütze gibt es für 20 Euro, dazu kommen noch Versandkosten. Ich verlinke euch die Homepage von V-Rival in der Beschreibung, dann könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Also für 20 Euro ist es ein echt nettes Zubehörteil. Ich nutze es jetzt auch. Ich zocke gern damit. Vor allem, jetzt komme ich besser beim Snipern klar. Und ja, es fühlt sich schon etwas präziser an. Also, man kommt ohne Probleme auch ohne klar. Muss man nicht haben, aber es ist nett zu haben. Deswegen, nice to have. Ich würde es nutzen. Mir macht es Spaß damit. Ich hoffe, es hat wieder euch gefallen. Hinterlasst mir einen Kommentar, falls ihr euch schon zugelegt habt oder kaufen möchtet. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.